Hallöchen YouTube und hier ist euer Björn und ich bin ja nächste Woche auf der Gamescom und ich bin jeden Tag dort, Mittwoch, dann bin ich, na gut, Sonder habe ich ja auch als Karte, also die anderen habe ich hier alle als Eventin und ich bin ja jeden Tag dort, da könnt ihr mich treffen und ja, ich werde da ein paar interessante Überraschungen als Video bieten und ja, ich habe da verschiedene Outfits an, also ich weiß noch nicht, was ich anziehen werde, aber ein bisschen Gamer passt es ja. Ich habe das hier auf der Worldplay Convention gewonnen, ID Chiva steht da drauf und das ist natürlich von Final Fantasy Realm Reborn. Werde ich natürlich anziehen und mal schauen, ob ich da von Square Enix nicht was Tolles krieg dafür. War ja auf der Worldplay Convention. Ich bin ja schon etwas länger auf der Gamescom, hier sieht man mal ein T-Shirt. Von mir vom Jahr 2013 hatte ich mal da gekauft. Ja, aber ich halt nichts mehr von solchen T-Shirts. Ne? So Mainstream. Aber, was ich vor der Gamescom hatte, war der Video Day 2012. Ja, also, ist schon eine Zeit lang her. Ja, das war das letzte Mal, dass ich zum Video Day gegangen bin. Zurzeit halte ich nichts mehr davon. Ich finde, das ist einfach nur noch eine Geldveranstaltung. Damals war der noch kostenlos. Und 2012 habe ich da halt Apecrime, wen habe ich noch? YTT und so alles getroffen. Gronkh war da auch noch da, aber jetzt, nee, tut mir leid, Leute, ich bin nicht auf dem Videoday. Nee, nicht mit mir. Dann habe ich hier noch ein schönes T-Shirt, was ich ganz gerne angezogen hätte, beziehungsweise anziehen würde, aber das ist mir leider zu groß. Das habe ich letztes Jahr auf der Gamescom gewonnen. Ein Nvidia-T-Shirt, ich finde das eigentlich recht schick. Ja, kann ich leider nicht anziehen. Das größte L, ich habe M, tut mir leid. Ja, man, das finde ich immer so doof, wenn dann da so Sachen geworfen werden, dann sind die in der falschen Größe und dann geht das leider nicht. Aber worin man mich bestimmt auch mal sehen wird, ist dieses Shirt, das habe ich zu der Mittwochskarte hier gekauft. Also es war ja ein Package, 50 Euro, das war dieses Valentins-Package. Und dann muss ich mir dieses T-Shirt bestellen und dann mit Ei, Herz, irgendwas und natürlich Games. Und das wird auf der Gamescom natürlich angezogen. Ja, also, wenn ihr könnt mich dadurch erkennen, durch diese verschiedenen T-Shirts, die ich hier gerade alle so hochhalte. Aber ich finde das eigentlich ganz schick. Wird natürlich mal angezogen. Ich sehe es ja auch ab und zu mal so an. Vielleicht werde ich auch, also ich weiß ja echt nicht, was ich anziehe. Ja. Ich weiß es echt nicht. Vielleicht werde ich auch dieses. Vielleicht werde ich das hier auch anziehen. Also mit meinem Bärchen drauf. Ich mag ja Bärchen. Ich finde das eigentlich recht schick. So ein T-Shirt. Naja, weiß ich nicht. Aber was ich auf jeden Fall anziehen werde, auf jeden Fall, ist dieses T-Shirt. The Witcher 3, mein Lieblingsspiel. Das werde ich auf jeden Fall anziehen. Das ist auch super, also das habe ich ja letztes Jahr auf der Gamescom beim Nvidia-Stand gewonnen. So sieht das aus und in dem Fummel werdet ihr mich auf jeden Fall an einem der Tage sehen, weil ich liebe dieses Spiel und dieses T-Shirt. Und deswegen, ach ja, ich wollte nochmal sagen, ich bin, wie gesagt, von Mittwoch bis Sonntag, also jeden Tag auf der Gamescom und ich werde ein paar Überraschungen haben, also ein paar Überraschungen. Also ich habe da schon was vorbereitet. Für Mittwoch habe ich viel vor. Ich habe ja extra hier meine Kamera mit einem Mikrofon ausgestattet, beziehungsweise mein Camcorder. Und dann habe ich natürlich einiges vor. Ich hoffe, ich gucke eigentlich ganz gut in die Kamera. Mache das gerade zum ersten Mal, dass ich hier mich vor die Kamera stelle. Und die anderen Tage habe ich vor, mich mit euch zu treffen, dass ich da ein paar Leutchen treffe. Und, ja, ihr kommt vielleicht auch mal vor die Kamera und das wird ein lustiges Video werden. Ich habe da schon was geplant. Ich verrate noch nichts. Das werdet ihr dann dort sehen. Ich bin echt gespannt, ob das klappt mit meinem Plan. Und ja, wir werden dieses Jahr ordentlich die Gamescom aufmischen. Dieses Jahr habe ich alles dabei. Und na gut, ein T-Shirt, wo mein YouTube-Name drauf ist, habe ich jetzt nicht gemacht. Hatte ich dieses Jahr irgendwie keine Lust drauf. Deswegen erkennt ihr mich an den T-Shirts und natürlich an dieser Brille. Nein, ja, die habe ich ja immer auf. Eine schwarze Brille, ja, daran erkennt er mich. Und ich bin gespannt, ich freue mich, euch zu treffen. Und ich freue mich, dort auch filmen zu können. Und dann sehen wir uns auf der Gamescom. Tschüssi!